Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja. Ich habe wieder mal ganz böse in den Walkthrough geschaut. Nämlich hauptsächlich zum Thema Etherlands, wie wir noch an ein paar bestimmte Stellen kommen. Nämlich scheinbar hier hin. Und hier irgendwo gab es noch was. Und ja, das werden wir gucken, dass wir es abklappern. Deswegen werde ich jetzt erstmal gucken, was ich hier noch so rumliegen habe, denn ich brauche zwei Gegenstände für die Etherlands. Da ist das Fjordian Saber, das sollte ich mal separat hinlegen, falls wir es nochmal brauchen. Wenn es nämlich hier nicht ist, muss ich... Muramasa Blade, das ist verflucht. Psionic Blade, brauchen wir alles nicht? Nö. Und hier haben wir nur Knochen abgelegt. Okay. Erste Möglichkeit, es liegt noch alles in den Etherlands. Ja, tut's auch. Es ist nur die Frage, liegt das, was ich brauche, da drin rum? Ja. Ich brauche nämlich einmal diese Lanze. Und ich brauche... Ah, da ist ja nochmal eine Schocklanze. Und ich brauche den Dismantler. Ja. Gut, wo ist mein Raum, in den ich rein muss? Hier. Gab nämlich eine ganz einfache Beschreibung. Genau. Wir haben ja den Text gefunden, mal die Leute sollen sich um die Statuen kümmern. Einmal zuerst um die hier, wo wir die beiden Gegenstände gefunden hatten. Und einmal um die hier, wo wir sie jetzt gerade reingesetzt haben. Du hast immer noch den Etherrock-Umhang an. So, und ich habe auch einen Trick gelernt. Sehr gut. So. Das macht nämlich hier auf. Das war das Erste. Wenn ich das Ding rausnehme, mache ich einen Teleporter auf, der uns genau hier reinführt. Zu einem Stück Blueberry Pie. Hm, yum, yum, yum. Hat wer gerade Hunger? Nö. So. Und hier müssten eigentlich Schriftrollen sein. Ja, Elemental Magic. Das ist jetzt ein Battlemage-Spruch. Nee. Battlemage. Half of any amount of non-physical damage dealt to a champion will instantly be added to the champion's energy. Oh, cool. Okay, das hätten wir viel früher gebrauchen können. Arcane Blast ist... Spellcraft 40. Ein Warlock-Spell. Macht 7-mal Spellcraft als Physical Damage. Und würde mit so einer Rune Lantern sogar noch mehr machen. Okay. Isolation Field. Das haben wir ja, glaube ich, bereits. Das ist wieder ein Battlemage-Spell. Jo. Isolation Field haben wir. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist sicher hier drin gewesen, oder? Preservation. Ice Magic 40. 2 Punkte. Ich brauche also noch 2 Punkte in Ice Magic. Dann kann ich hier die Dreamlands. Ja, wie geht das hier auf? Weil das ist genau die andere Seite von dem hier. Ah. So. Jetzt diese Säule wegmachen. Und wir sind hier drin. So. Das ist ein Slip-Dagger. Davon haben wir bereits einen.
Ah, die Wand können wir einschlagen. Sehr gut. Und damit den Weg öffnen. Not. Ja, Edderwork Relics finden. So, das war das, was ich herausgefunden hatte aus den Edderlands. Wie man hier oben reinkommt, muss ich immer noch rausfinden. Sorry, dafür erstmal. So, was... ja, was den gefrorenen Norden dieses Stück angeht, kein Fortschritt, tut mir leid. Ich würde am liebsten jetzt hier speichern und das Mystery Ore so lange transportieren, bis ich die zwei Punkte habe. Weil der Walkthrough schlägt vor, dass wir als nächstes in das Field of Dreams gehen. Ich wüsste jetzt aber nicht so direkt, wo ich zwei Punkte herkriegen sollte, außer ich transportiere das Mystery Ore so lange, bis ich so einen Stein habe. Also ja. Das war der Recovery Spare, den wollte ich eigentlich nicht. Nö. Das war der falsche Gegenstand. Also ja, eigentlich reicht es, wenn ich ein einziges Mystery Ore in so einen Skill-Dinger transportiere. Nö. Weil eigentlich möchte ich wirklich als nächstes ins Field of Dreams oder ins Dream Field oder wie es nochmal genau heißt. Und ich sollte nochmal einen Blick auf das eine Journal werfen. Hier. Only have been found, bla bla bla. Fallen Relics muss ich, kann ich ins Shadowlight Divide. Side of Wisp Portal bringt dich in die Elderlands. Ja. Reach the Field of Dreams, simply cast Spell Preservation, und das ist jetzt die Sache. Mhm. Deswegen spiele ich jetzt hier ein bisschen mit dem Mystery Ore rum, bis ich den Gegenstand habe, den ich gerne hätte. Weil Level Up kann ich mir ziemlich abschminken. Da ist er ja schon. So, zwei Skill Points für Ice Magic. Gut. Jetzt hoffe ich mal, dass das klappt. Erst Preservation, dann ein Pilz essen und dann Isolation Field. Preservation hat sie. So. Party Enchantment, Champion Sacrifice, Energy and Nourishment. Damage prevented half instead of health when dealt. Healed any damage, ja. Okay, und er müsste das Isolation Field haben. Oder hat sie das auch? Ne, das hat sie ja auch. Da, ja. Okay, also erst einmal Preservation. Dann machen wir gleich schon mal das Isolation Field auf. Auch wenn ich glaube, dass das aussah wie ein Stuhl, genau. Also das, dann das. Dann würde ich gern wieder zaubern können. Ja. Ach so.
Habe ich den falschen Pilz gegessen? A frozen sleepy mushroom. Ich glaube, dann brauche ich so ein Dozing Frost Cap. Weil das ist ein normaler Frost Cap. Okay. Also nochmal das Ganze. Yep. Erst das L. Dann essen wir den. Ah ja, der macht uns müde sogar. Und wir fallen in den Schlaf. Gut. Ich habe das Dreamfeed betreten. Trap. N8 gleich BT. Hose. Okay. Da ist ein Schlüssel, der wahrscheinlich das hier aufmacht. Bei solchen Wänden funktioniert die Construct, glaube ich nicht, nein. Okay. Die machen garantiert Aua. Ja. Ach, Electric Pulse ging so rum, okay. Ja. Würde mich wundern, kann ich die auch hin. Ja, ich kann sie auch extinguishen, okay. Den Konstrukten kann ich das hier doch nicht. Ich kann aber mit dem Bogen drauf schießen. Und hier was betreten. Und ja, ich bin im Dreamsfield. Das heißt, wir haben hier noch die Underworld auf jeden Fall übrig. Ich muss das hier, den Etherlands, noch irgendwann finden. Yggdrasil ist noch nicht fertig. Und Shadowlight Divide ist auch noch nicht fertig. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das öffnen wollte. Noch ein Ort, an dem wir einen Schlüssel brauchen. Mhm. Oh, war das ein Dreher? Ja, das ist ein Dreher. Gut. Zu wissen, dass wir hier gedreht werden. Ich nehme mir jetzt erstmal den Schlüssel hier. Den Key of Dreams. Mhm. Damit kann ich wahrscheinlich die Tür öffnen. Kann ich damit auch die andere Tür öffnen? Ist jetzt die gute Frage. Ja. Ja, hier ist alles voll mit Drehern. Mhm. Das sieht doch verdächtig aus. Also ich meine, der Stein hier sah verdächtig aus, aber es ist die gleiche Oberfläche wie... Hm. Ah. Hier ist noch ein Green Key. Gut. Ups. Damit könnte ich hier aufsperren. Gut zu wissen. So. Dann gehen wir nochmal hier rum. Hier in der Ecke müsste ein Dreher sein. Hier. Hier an der Ecke ist ein Dreher. So. It's too hard to tell from where. Ja, da gucken wir uns gleich um. Da könnten wir noch aufmachen. Ah, nö. Danke. Okay.